Ja, Battle Tournament, so heißt das Ding doch nicht. Wie willst du uns bitte fronten? Du weißt nicht mal, wo du bist. Jetzt mal ehrlich, Mann, das war nicht gerade eine Glanzleistung. Sicher stehst du auch im Medica und fragst doch nach der Krankschreibung. Dein Dialekt ist einfach absolut der reinste Dreck. Ich bin zwar auch ein Nossi, aber mach mal bitte keine Tracks. Warum dieses Englisch in einem Deutschrap-Battle-Turnier? I ended up in your mother, bevor du merkst, was passiert. Trotz keinem Razzecken werden wir dich mies zerbersten. Schick uns eine Bewerbung, könntest du für unser Crew-Leader werden. Gib Brett und Teelicht, soll ich's dir gerade erklären? Ihr brennt nicht mehr, denn du bist nicht einmal die Sparflamme wert. Es brennt der Amazonas, bist du richtig hart aufs Fitten. Mann, was du bringst, reicht nicht mal, um dir ne Kippe anzuzünden. In der Stimme hast du keinen Druck. Was du spittest, ist kein Feuer, du verwechselst das mit heißer Luft. Ich finde diese Paarung übel, denn statt deinen dorten Gegner gibt es leider nur das Kind von Drachenlord und Arno Dübel. Ein halbes Jahr Battlepause waren für dich kein Wellness, denn die Lines sind alle ziemlich schlechte Sketches. Ist doch klar, dass jeder von uns dich bummt. Seine Quietschstimme klingt nach Stumpf in einem Stimmbruch. 2023 heißt, es wird jetzt gefickt, Junge, ich bin noch ein Kind. Viel Spaß im Knast, Homie. Du bist vermöbelt, für einen Sieg sprichst du Französisch. Die Einzelreichen waren Fehler, für die Geheimratsseckenträger bist du gar kein Gegner. Du hast hier keine Chance, wie willst du weiterkommen? Die Einzelreichen waren Fehler, für die Geheimratsseckenträger bist du gar kein Gegner. Wer hat dir denn in die Fresse gepippert? Bei den Augenringen frag ich, was für Lines du da ziehst. Deine Hooks sind richtig schrecklich unbehindert. Die laufen bei den Paralympics als Einzugsmusik. Junge, was ist das denn für behinderter Mist? Siehst aus wie ein Gigachat-Gesicht, wenn man den Filter vergisst. Doch reine Sache, ja, die macht es wieder besser. Jungs, ich glaube, der ist der geheime vierte Member. Ist ja das nicht peinlich, wenn die Chemo jemand zieht? Trotz Haare könnte man meinen, du machst grad deine Chemotherapie. Yeah, du abgefuckter Freak, deine Fresse auf der Kippenschachtel wäre ein Knockout für die ganze Tabakindustrie. Leute, gönnt uns wirklich wie ein Freilos. Ich dachte, es wäre blass, doch der Typ sieht aus wie Schimmel, das Weißbrot. Ich sehe im Video so ein totes Blechgesicht. Ich mach Nekrophil-Kranke, nehme deinen Körper vom Leichentisch. Du siehst dich als Mädchen, was an sich doch gar nicht schlimm ist. Doch es zeigt, du hast sie Entwicklung von einem Shrimp, Bitch. Du fragst dich zwar vielleicht, was ich gerade für ne Scheiße quatsch. Du bist wie ein Shrimp, mit der Zeit verlierst du deinen Schwanz. Ich habe durch dein Video einen Schaden erlitten, denn du siehst aus, als hätte dir Nitropus die Haare geschnitten. Bist du echt so blöd? Ich frag mich, wie du Trottel das nicht merken kannst. Denn statt deinem Pony trägst du vorne einen Pferdeschwanz. Du bist vermöbelt, für einen Sieg sprichst du Französisch. Die Einzelreichen waren Fehler, für die Geheimratseckenträger bist du gar kein Gegner. Du hast hier keine Chance, wie willst du weiterkommen? Die Einzelreichen waren Fehler, für die Geheimratseckenträger bist du gar kein Gegner.